much of a talker. Plus, it's scary here. That big green guy keeps checking in on us. I think he believes we're some sort of dolls. We could use that to our advantage to try and escape. He cannot know that we're alive. Every time we move or change something in the room, let's make sure that it's back to the way it was before he checks in on us again. This way, we can inch our way towards escaping, all while he doesn't suspect a thing. In other words, from his point of view, the room must remain unchanged. When he's close, the lights change color, so run back to your chair when the lights change. I don't know where to start, though, so you give it a try. Okay. Ach so, wir sind wieder wir und nicht die Qualle. Erkennst du? Also ja, wir haben keine Sonnenbrille auf und wir haben keinen Bowlingpin auf dem Kopf. Keine Würfel zu setzen. Aber ich kann nicht da drüber springen. Nee. Die Drohne. Ich kann aber. Schaffst du es da hinten hin? Aber ich den da. Den da auch? Okay. Quick, sit down. He's coming. Ich weiß nicht, ob ich mich bewegen darf. Ich bewege mich mal nicht, sicherheitshalber. Ja, der. Ach stimmt, der hatte sie ja geklaut am Ende vom zweiten. Er hat sie ja kaputtgeschlagen oder so. Das haben wir mitgenommen. Okay. Ich kann keine Würfel hinsetzen, aber ich kann ihn ja nicht mitnehmen. Hast keine Würfel zum Setzen. Ja, wie nehme ich jetzt mir nur einen Würfel? Hier sind Würfel. Ah. Okay. Nee, das war auf. Der kommt da durchs Fenster gucken. Deswegen sieht er nicht, was in den Räumen ist. Er sieht nur, dass die Räume auf und zu sind. No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. Was? Ich hab doch die Tür. Die Tür war auf. Oder die Farbwürfel. Ich habe nicht geguckt, ob die Farbwürfel auch die richtige Reihenfolge haben. Wir haben angenommen, die haben die richtige Reihenfolge. Okay. Blau, grün, rot, gelb. Hey, come help me solve this equation. Was soll ich damit machen? You're right.
Maybe now isn't the best time for education? Ah, nee, weißt du, haben wir keine Ahnung. Wie soll ich denn da oben an die Kartenschütze kommen? Da und da ist ein Kartenschlitz. Aber wie zum Geier? Okay. Das hat tatsächlich funktioniert. Na, nicht, du solltest springen, nicht laufen. Der ist echt ungünstig. Oh, ernsthaft. Kann ich den nicht einfach da lassen und der haut die anderen zwei? Wenn ich da hinten bin, sieht er mich ja nicht. Vielleicht lässt er mich einfach in Ruhe. Ich muss nur diese eine Karten-Dings da hinten noch erwischen, aber der ist so blöd versteckt. Was? Nein! Ich war doch außer Sicht. Hier direkt vom Fenster. Ich dachte, die wäre da hinten noch. Oh, nee, jetzt muss ich das ja noch mal machen. Oh, da dachte ich hätte, und dann mache ich so einen Fehler. One eternity later. So unfair. Jetzt hab ich's! Schnell! 1, 2, zu. Endlich habe ich ihn getroffen. Endlich! Noch die Drohne steuern, dann passt das. Da noch dagegen. So eine fiese Sache, das da hinten so zu verstecken. So, ich lasse euch einfach alleine. Okay, dann sind die. Und wann kannst du mit einem Viecher? Da hat das Gingro, da ist Bannmann. Nirgends kann ich rein. Ich habe mal ein Schloss davor. Ah, da ist ihr Raum. Ah, guck mal. Doch, wir haben die anderen noch gar nicht angeguckt. Ja, jetzt sind wir hier am Anfang. Aber hier vorne war ja direkt ein Video-Dings, wo wir gucken können. War das doch, das da war da oben. Wir haben ja zwei Videokassetten jetzt. Die können wir ja angucken. Was haben wir hier? Okay, da liegen... Am Spielplatz lauter Leute. Sind. Nee, aktuell ist ja keiner da. Oder sind jetzt Leute mitgekommen? Und hier ist irgendeine Zelle. Da liegt ein Frosch? Doch, da ist ein Frosch. Oh, bitte tut dem Frosch doch nichts. Der hat doch nichts getan. Oh, die meisten anderen haben ja auch nichts getan. Das sind ja auch nur Experimente, in denen rumgedoktert wurde. Okay, hier haben wir jetzt erstmal eine Runde gedreht. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wo wir hingehen sollten. Das haben wir ja schon gemacht. Wir wurden aufgehalten. Wo kommen wir jetzt weiter? Gegenüber? Hier rüber? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal. Ein paar Rätsel, also so ein paar Mechanics sind halt ein bisschen fies, gerade das mit dem Springen, das war ja echt nicht gut. Da möchte ich nochmal drüber. Das hätte ja gereicht, wenn die an der Wand wären, dass man das Gitter oder sowas einfach da nicht hätte. Aber es hat sich echt gut gemacht, das Spiel. Die steigern sich immer mehr.
Ah, jetzt kann ich hier rein. Gut. War die richtige Entscheidung. Oh lol. Ah, das ist der blaue. Tartar Bird says. Protect your loved ones. They'll love you back the same. Beschütze deine Lieben, sie werden dich zurücklieben. Okay, 13. Heute ist der Tag, an dem Fall 13 seinem Menschen vorgestellt wurde oder seinem menschlichen Spenderpart vorgestellt wurde. Und das Ergebnis ist nicht so, wie wir gedacht hatten. Okay, im Gegensatz, was mit 6 und 7 passiert ist, die sind einfach komplett durchgedreht. Ist Case 13 einfach in der Situation echt ruhig geblieben und wusste schon Bescheid oder wusste, was es war. Das hat ja bei 6 und 7 nicht geklappt. Die halt hielten sich ja für Menschen, waren es ja aber nicht. Es hat aber ein ähnliches Verfahren oder Verhalten gegenüber seinem Körper erklärt wie Fall 6, dass halt einfach große Schmerzen im ganzen Körper sind. Es ist halt größer geworden und halt überall Venen. Wir warten noch dazu, was der Manager sagt, ob wir jemanden, der so schlau ist und jemanden, der so unvorhersehbar ist, jemanden vorstellen können, also den Kunden vorstellen können. Ja, manchmal sind es die Schlauen, die gefährlich sind. Birp. Opila minus I. Okay, I ist 1. Opila minus Ines, also und erst 2. Opila ist da 0? Die Rechnung geht nicht auf. Außer es wäre halt 0. 0 minus 2 ist 2 und 2 ist halt auch 2. Das müsste 4 sein dann. Weil er ist ja gleich 2. Und dann ist das 3. 2 minus. Und dann ist das 4. Und wie viel ist Opila? 0, aber 0 haben wir nicht. Warte mal. 4 minus. Oh, ich bin doof. 4 minus 2 sind 2. Und Opila hier. 4. Ich bin so doof. Was hatte ich denn jetzt eben von Brainfart? Das ist 4. 2 minus 1 sind. Ich kann nicht rechnen. 2 minus 1 sind nicht 3. Kann ich das nochmal resetten? Ja, okay. 2 plus 2 sind 4. 2 minus 1 ist 1. Das sind 2 plus 1 sind 3. Und Pila war 4. Das ist 1. Das sind 2. 4 plus 1 sind 5. Und 4 minus 1 sind 3. Boah. Was war denn jetzt im Brainfart-Moment bei mir? Und wir haben das hier. Okay. Wir haben mehrere Wege. Das geht ja nach oben noch. Hügelchen. Damit habe ich nicht gerechnet. Er beschützt sie, stimmt. Er hat es mir auch noch gesagt, das war mit Ansage eben. Lol, eben nur die Türen geladen. Okay, dann machen wir die Seite erst. Falls wir nochmal sterben müssen, bin ich nochmal Mathe machen. Da steht's ja auch. How to tame a giant angry bird. Also wie zähmt man einen großen bösen Vogel? Edgy Background, also stelle sicher, dass du die höhere Position hast. Und spring drauf und in der Luft interagieren. Hallo? Du stehst auf der Seite. Ich komme hier nicht hoch. Hallo, Kuckuck. Ich
kann da nicht hin, oder? Wir haben eine unsichtbare Wand dahin gemacht. Ja, okay. Dann müssen wir erstmal auf die andere Seite. Ist 1, 1 plus 1 sind 2, 4 plus 1 sind 5, 4 minus 1 sind 3, 2 plus 2 sind 4, 2 minus 1 sind 1, 2 plus 1 ist das und Pila alleine war 4. So, be yourself, no matter the cost, I like. Sei du selbst. Egal, was es kostet, anders wie ich. Er sollte nicht ohne sein Kostüm bewegt werden. Okay. Kostüm. Er hatte hier noch so Partyhüte drauf. Ich will Partyhüte finden. Was ist denn hier weggeschlossen? Okay, 13, wieder was Neues zu 13. Also alle Tests, die wir mit 13 gemacht haben, waren sehr gut und 13 ist echt gut darin zu sprechen. Okay, anders wie die anderen ist er halt einfach nicht aggressiv. Es kann halt immer mal wieder dazu kommen, dass er dich sticht, aber es ist halt eine Qualle, das normal. Okay, aber es ist halt dennoch davor gekommen, dass es trotzdem aggressiv geworden ist. Meistens dann, wenn halt, wenn es geärgert wurde und oder wenn halt Sachen nicht beantwortet wurden. Aber dennoch ist es nie zu tödlichen Unfällen gekommen, auch weil Fall 13 sich seiner Stärke bewusst ist. Also seiner physischen Stärke bewusst ist. Wir wollen jetzt einfach versuchen, generell Fall 13, so generelles menschliches, also so menschliche Etikette beizubringen, wie zum Beispiel Hände schütteln ohne zu stechen. Wenn es in dem Tempo so weitergeht, wird auch Fall 13, genauso wie Fall 12G, bald dazu bereit sein, zu dem Bring deinen Freund mit Event vorgestellt zu werden. Und es ist bereit zur Präsentation. Ich will immer Escape drücken. Aber E drücken. Wie viele Türen gibt es hier noch? Oder Spicken? Einige. Ist das die Weggesperre von Fall 13 oder? Okay, Schall plus Knopf gleich Rakete. Rakete und was auch immer das sein soll. Ist das ein Auge? Ist das eine Zunge? Soll er das essen? Irgendjemand soll eine Rakete essen? Lol, wieder so ein weiter Raum. Das sieht mir nach Endboss aus. Da ist noch jemand. Oh, wer bist du denn? Du bist neu. Ah, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Er slappt mich einmal mit seiner Zunge. Haben wir unseren ersten Endboss-Fight hier? Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Weil sehr fasziniert gerade von dem Viech. Das sah ja echt fancy aus. So wie so, keine Ahnung, Fisch, Chamäleon, Schildkrötenmischung? Chamäleon auf jeden Fall, Schildkröte. Das der könnte ein Fisch sein. Hilfe? Hinten ist der Knopf. Das habe ich gefressen. Mir abgeschlabbert. Mal so. Ich muss mir gucken, was die Gegner machen. Wie ich gesnackt werde. Oh, fick dich doch, wieso komme ich jetzt da nicht rüber? Gehe ich alle auf die andere Seite?
diese Parcoursstellen sind halt echt bescheiden. Überall, wo man springen oder so muss, können die echt nicht gut. Das ist nicht dazu ausgelegt. One eternity later. Wollen wir noch ein bisschen warten? Wieso geht das nicht? Ich kann die Zunge noch antippen. Ah, jetzt hat er sie. Muss ich jetzt mehrmals machen. Boah, der hat lange eingehalten. Wo ist? Ich weiß nicht, ob ich zu dumm bin oder das Anklicken nicht so geil funktioniert. Komm, nochmal. Nein. Panik! Komm, auf. Schlag mich. Okay. Jetzt wird wahrscheinlich hier drüben angehen. Dreimal? Bitte lass es dreimal sein und geh jetzt einfach kaputt. Danke. Oh, was eine schwere Geburt. Auf Wiedersehen. Ab ins Loch. Hey, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich darüber springe. Schön aufpassen. Da sind beide Partyhüter. Ich muss das komische Ding anziehen. Ich habe mich auch echt doof angestellt mit dem Verstehen, aber ey, du hast es auch echt nicht gut gesehen. Dass du die Zunge antippen musst. Oder dass du überhaupt antippen kannst. What the fuck war das jetzt? Ist es jetzt erst unten aufgekommen und hat sehr laut geschrien oder was war das? Hand over your pen. Three stones with one bird. Behave or get banned. Three stones with one bird. Behave or get banned.
Behave or get banned. Hand over your pancreas. Behave or get banned. Hand over your pancreas. Das ist nervig. Behave or get banned. Three stones with one bird. Hand over your pancreas. Three stones with one bird. Behave or get banned. Three stones with one bird. Er läuft jetzt hier einfach rum. Der ist immer noch da oben. Da habe ich einen Vogel. Kann hier nicht mehr raus. Was mache ich jetzt mit dem Vogel? High Ground kriegen. Und wie soll ich den High Ground kriegen, wenn er mir hinterher läuft? Soll er wieder rausspringen? Wie geht das, wenn der die Treppe einfach läuft? Oder soll ich ihn auf der Treppe aufspringen? Ich muss ihn jetzt wieder darüber fahren. Oh nö, bitte lass mich nicht nochmal diese scheiß Schildkröte machen. Oh, das Brett liegt mir rein, Glück. Das ist ein langer Weg. Behave or get banned. Oh no, ich hab mich erreicht. Oh no, das muss ich nochmal machen. Aber das war doch gut. Wenn ich ihn noch erwischt hätte, wäre besser. Kann ich auch nicht fallen lassen. Hey, ich musste doch auf mich springen. Da ist er. Das funktioniert nicht, der kommt jetzt. Ah, das. Ich bin einfach drüber gesprungen. Warum bin ich jetzt über ihn gesprungen? Wie geht jetzt? Kann ich einfach durch? Nö. Hätte ja klappen können. Ah, der kommt da hinten raus. Ey, es kann doch nicht wahr sein. One eternity later. So, da habe ich gar keinen Bock mehr, aber ich will es auch fertig kriegen. Ich hoffe, es ist echt nicht mehr viel Spiel. Mal ganz ehrlich, ich bin gerade echt frustriert, dass das so kack klappt. Endlich! Ich habe den Vogel! Ich habe den fucking Vogel! Ich habe ihn endlich! Hallo Pilabird, du bist auch noch da. Ah, da. Guck mal. Oh, wie niedlich. Okay. Bird riding is a new one. I'll give you that. What drives you forward so vigorously? I refuse to accept that it's your protective parent. Ich habe einfach nichts Besseres zu tun, Kollege. Oh, I know. Someone has given you false hope, promised you what you want, when all along they had one thing on their mind.
pancreases. At first, I was confused by how everything was going perfectly in your favor, despite you never being here before. Ich hab einen kleinen roten Hilfe gehabt, ja. Then it hit me. Someone has to have been guiding you. Was fällt dir jetzt erst auf? And as with most things, I was right. It did have help. Your friend here has helped me tremendously. Ich weiß nicht, ob das mein Freund jetzt wirklich ist, ob wir uns Freunde nennen können. Könnte auch Geisel ganz gut funktionieren. Well, when my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he turned into. Er sah eben noch anders aus. Huch. Hey! Ich hab nicht. Ich hab nicht gelesen, was da steht! Oh! Okay, hat sich doch echt stark verändert. Ich dachte, das wäre gar nicht, sondern einfach nur eine Täuschung. Ich hab nicht gelesen, was da steht. Ich hätte das hier nochmal. Was muss ich tun? Guck, ganz alleine kann ich nichts. Ich brauch Hilfe. Kann ich mal lesen, dass da was steht? Ich habe erst spät realisiert, dass da irgendwo was steht oben in der Ecke. Halte W gedrückt, um zu beschleunigen, halte S gedrückt, um zu verlangsamen, okay. Was ein nerviges Ding hier. Wie wird sich denn da jetzt verlaufen? Ich nehme die Autos. Du kannst wegbleiben. Wenn ich nach hinten komme, okay. Okay, ich weiß, sie muss. Sie muss vor. Oh, Pila! Lauf! Lauf! Pupila, lauf! Okay, ist auch noch pink. Grün, jetzt bin ich dran! Hau ich. Ich darf nicht so weit weg, ich muss ja dann zur Not bremsen können, wenn es pink wird. Jetzt zum Beispiel. Pupila, lauf! Lauf, Pupila, lauf! Schneller! Pupila, lauf schneller! Bin ich wieder dran! Speed! Speed! Dann ist wieder Opila dran. Bin wieder nicht dran. Speed. Wieder Opila. Ich glaube, danach müsste wieder ich dran sein. Ja. Speed. Okay, das ist schon lustig. Auch wieder ich. Speed. Wieder Opila. Opila, nicht so weit wegrennen. Langsam, langsam, langsam. Oh, Pupila, so schnell dich deine kleinen Füßchen tragen können. You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. Oh, Josh ist da. Josh is not amused. Er haut ihn jetzt.
Und die Kuschel! Oh, doch nicht. Oh, Quatsch. Ja, gegen den machst du halt nix. Da machst du halt nix dagegen. Oh. Ah, da kommt der Große. Jetzt schubst du ihn. Der ist halt auch riesig. Oh, lol. Go, Josh. Nein. Burp. Burp, bleib hier. Hey. Ich mag die Burps. Aber wenn sie mich ab und zu mal töten möchten, dann irgendwie mag ich sie. Oder so ein kleiner Burp. Hier ein kleiner Burp. Der ganz kleine Burp ist bei mir. Find the kingdom. Find the sheriff. Do not let the jester find you. The Corchester? Der Hofner. Aber das passt nicht so ganz. Der Sheriff, also der Kingdom und Jester passt thematisch zusammen, aber der Sheriff hat irgendwie nichts dran verloren. Hallo, kleine Burp. Du bist jetzt mein Burp. Ich hab dich ganz doll lieb. Ich adoptiere dich jetzt, weil deine Eltern sind ja anscheinend in den Tod gesprungen oder so. Vielleicht tauchen sie ja wieder auf, sind ja schon ein paar Mal gestorben im Laufe der Serie. Ja, da ist der Sheriff. Das ist der Nächste. Ah! Hey, an für sich haben die sich echt gemacht, aber es gibt halt ein paar Sachen, die sind halt echt frustrierend. Gerade gegen Ende, der Bosskampf gegen dieses Schildkröten-Chamäleon-Viech. Einfach, weil die Parkour-Dinger nicht so geil sind. Also alles, diese Parkour-Geschichten, wo man so auf den letzten Zentimeter genau treffen muss, das ist halt echt, das funktioniert in dem Spiel nicht gut. Da hatten sie ein paar viele. Auch das mit dem auf dem Vogel springen, das war echt frustrierend. Aber ansonsten haben die sich doch echt fein gemacht. Ist doch echt ein gutes Upgrade jetzt vom ersten zu dem zweiten und jetzt zum dritten Teil. Ich sag, die müssen entweder deutlich mehr an den Parkour-Dingern arbeiten oder die halt einfach deutlich weniger nutzen, weil die haben auch andere Sachen, die funktionieren recht gut. Aber diese Parkour-Dinger sind halt echt nicht, die sind nicht gut. Die Parcours-Abschnitte, wo man halt einfach viel springen oder irgendwas klicken muss. Im Sprung noch am besten was klicken muss. Die sind nicht gut. Da müssen sie so ein bisschen dran arbeiten. Aber ansonsten haben sie es doch echt gut gemacht. Das Spiel läuft flüssig, auch auf den höchsten Einstellungen. Sie haben mehr Sprachen hinzugefügt. Das ist echt nice. Die Sprachen sind auch ganz okay. Ab und zu hat man hier bei den Subtitles ein bisschen Probleme. Da haben sie das Widget nicht ganz aufgesetzt, aber es sind so Kleinigkeiten, es ist okay. Ich sag, das meiste hat mich jetzt frustriert, dass halt manche Sachen, gerade diese Spring-Klick-Sachen, nicht gut funktionieren. Aber ansonsten haben die sie doch echt schön gemacht. Ja, ich bin sicher. Haben die sie echt gut gemacht. Also die haben echt, man sieht echt den Fortsprung. Also den Fortschritt, die gemacht haben.